Guten Abend, Wolgast. Dankeschön. Hervorragendes Wetter hier in Wolgast. Angesichts der Zustände in diesem Lande viel zu schön. Danke dennoch euch allen, die ihr trotzdem den Weg hierher gefunden habt. Ich sage jetzt nicht wohin, sonst wären wir ewig nicht fertig. Wir haben jetzt 4 Wochen pausiert und sehen uns immer noch in Zuständen, die ernst, vielleicht nicht hoffnungslos, aber dennoch total beschissen sind. Und in meinen Gedanken, die ich mir vorher gemacht habe, ich versuche mal heute ein bisschen frei zu sprechen. Das ist natürlich sehr gefährlich, aber ich habe mittlerweile tatsächlich einen schwarzen Bademantel kaufen können. An dieser Stelle einen lieben Gruß an den Jürgen Elsässer. Herr Elsässer, ich hatte da eine Geschäftsidee nebenbei. Im Fanshop von Kompakt ließen sich doch gut schwarze Bademäntel vertreiben mit einem kleinen C dabei. Könnte sich denn jeder, der sich Gefahr sieht in dieser besten Demokratie aller Zeiten, aufgrund von freier Meinungsäußerung, denn doch mal Hausbesuch zu bekommen, mit einem kleinen Klebehaken neben der Eingangstür postieren, um im Fall eines Falles dann auch die Behörden standesgemäß begrüßen zu können. Und da sind wir auch beim Thema. Ich hatte mal kurz ein paar Tage Urlaub und habe, wie es so schön heißt, mal versucht, so ein bisschen digitales Timeout zu machen. Hab in der Zeit eigentlich darauf gewartet, auf was viele Menschen gewartet und auch erwartet haben, nämlich dass das Verbot des Kompaktmagazines so nicht statthaft ist. Und an dieser Stelle nochmal zurück zu Herrn Elsässer. Ich fand's genial, wie er denn, als die Spedition Nancy erneut kam, um die ganzen rechtsradikalen Bürostühle und den ganzen Krempel zurückzubringen, seine Tür in einem schwarzen Bademantel öffnete mit den Worten, mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Ja, meine Damen und Herren, vor kurzem haben Sie mich mehr oder weniger im Bademantel, in meinem schwarzen Bademantel überrascht. Heute an diesem Tag wollte ich Sie mal in meinem schwarzen Bademantel überraschen und zog sich anlässlich doch dieses Ereignisses erneut den schwarzen Bademantel an und öffnete die Tür. Sehr schöner Auftritt. Sehr großes menschliches Gehabe bei all dem Stress, der vorher da war. Und auch wenn nunmehr erstmal der Verlag und der Vertrieb des Magazins weitergehen kann, weiß doch jeder, dass die Schikane, die alle Betroffenen in diesem Verfahren erlitten haben, doch bleibt. Im Hauptverfahren wird sich zeigen, wohin die Reise geht. Richtigerweise hat Herr Elsässer nunmehr das Bundesministerium des Inneren auf Schadensersatz verklagt, zu allem Recht. Und da sind wir auch schon bei der ersten Anwärterin für den kleinen Kackehaufen des Abends. Frau, überhaupt nicht meine Freundin, Nancy Faeser. Also bei Nancy Faeser, die immer davon spricht, die Demokratie hier zu beschützen und zu retten, entpuppt sich mehr und mehr als wirkliche Bedrohung der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, wie wir sie eigentlich kennen und wie wir sie eigentlich auch haben wollen. Bei Frau Faeser ist es so, in ihrem Lebenslauf steht, dass sie irgendwann mal in einer Anwaltskanzlei gearbeitet hat. Nun mag man darüber mutmaßen, welche Funktion sie da inne hatte
möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht weiter einführen. Aber bei allem, was sie so tut, könnte man meinen, die tickt so unrund, die würde doch glattweg das Grundgesetz als Vereinssatzung ausgeben. Nun ist es so, irgendwann habe auch ich die frohe Botschaft bekommen. Herr Kubicki meinte ja im Vorfeld noch, also wenn die Frau Faeser damit scheitert und sie wird damit scheitern, wäre es eigentlich, dieses Wort eigentlich, Zeit für einen Rücktritt. Den Rücktritt hat Frau Faeser verpasst an dieser Stelle. Noch ist Zeit, Frau Faeser. Wie lange wollen Sie noch warten? Und auch an nicht mein Kanzler Olaf Scholz. Wie lange wollen Sie diese Frau den Menschen in diesem Land noch zumuten? Nancy Faeser. Irgendwann erreichte mich eben diese relativ gute Neuigkeit bei all dem Übel, was man tagtäglich so lesen muss, dass das Kompaktverbot einstweilig aufgehoben ist. Nun mag man sich vielleicht vorstellen, dass Frau Faeser in ihrem Büro schmollend dasaß. Nein, Frau Faeser hatte in dem Moment ganz andere Umtriebe. Die schmiedete schon an den Plan, die ganze Gesetzeslage hier in dieser Bundesrepublik Deutschland auf den Kopf zu stellen und den Behörden, also dem Bundeskriminalamt, auch mal heimliche Hausdurchsuchungen zu genehmigen. Naja. Also es verhält sich denn so, man kommt überraschenderweise, wird man irgendwo schneller fertig oder kommt schneller durch, kommt nach Hause und erwischt die Damen und Herren gewisser Behörden dabei, in den Schubladen der Unterwäsche rumzukramen. Und an dieser Stelle, mit diesem Bild, habe ich mich gefragt, hat Frau Faeser in Ostberlin der letzten Tage Praktikum gemacht oder wie muss man das verstehen? Die wildesten Fantasien scheinen im Kopf dieser Dame umtriebig zu sein. Und nicht nur sogenannte Rechte, sondern mittlerweile auch sogenannte Linke, ist ja sowieso alles verschwommen, wissen eigentlich, dass wenn die Frau keine aus dem Verkehr zieht, dass die Reise in eine ganz, ganz üble Richtung geht, in Zustände, die, glaube ich, keiner wieder in diesem Land haben möchte. Frau Faeser, tun Sie uns alle einen Gefallen, treten Sie bitte zurück. Das ist natürlich nicht so, dass mit dem Rücktritt alles beendet wäre. Die eigentliche strafrechtliche Verfolgung auch dieser Dame sollte im Nachgang nicht ausbleiben, dass denn bei allem, was allein Frau Faeser sich zuzuschreiben hat, kann man nicht einfach einen Schwamm drüber machen. Geht nicht. Wen haben wir noch? Über Annalena Baerbock möchte ich gar nicht weiter reden. Feministische Außenpolitik, wunderbare Sache. Kurzer Schwenk zu Herrn Robert Habeck, der sich bereits als grünen Kanzlerkandidaten sieht. Gott bewahre uns allein vor dieser Vision, die nur in seinem kleinen wilden Kinderbuchhirn umherschwebt bis jetzt. Robert Habeck, und das ist kein Witz, hat jetzt eine ganz neue Idee, in diesem Land doch mit der chaotischen Elektrizitätsversorgung klarzukommen. Der hat jetzt den großen Plan entwickelt, dass die Industrie nach Wetterlage produzieren soll. Industriebetriebe, also die paar, die noch produzieren ja welche, obwohl die schon die ganze Zeit dabei sind, sich langsam zu verdünnisieren, meistens Richtung Südosten, Osten. Miele geht jetzt nach Polen demnächst. Arbeitsplätze in Deutschland gehen verloren, also Fachkräfte haben wir denn genug?
Die Industrie soll produzieren nach Wetterlage. Das heißt, im Sommer, wenn die liebe Sonne scheint, die ja keine Rechnung stellt, und der Wind weht, so Gott will, dann Hochleistung fahren in den Betrieben, demnächst wahrscheinlich volkseigen. Im Winter allerdings, bei Dunkelflaute, ruhig bleiben. Wer dennoch produzieren will, zahlt halt mehr Netzentgelte und die Produkte werden teurer. Robert Habeck sprach neulich davon, wir befinden uns ja nicht mehr im Mittelalter. Doch, Herr Habeck, wenn Sie so weitermachen, ich stelle mir so eine alte Windmühle vor, aus längst vergangener Zeit, die konnte auch nur mahlen, wenn der Wind wehte. Wenn der Wind nicht wehte, dann gab es kein Mehl. Oder so ein Sägewerk, wasserbetrieben. Ne? Ritsche, ratsche, voller Tücke, mit der Säge in die Brücke eine Lücke. Die konnten auch nur sägen, wenn das Wasser stromabwärts ging. In der Trockenzeit blieb nur noch entweder Fuchsschwanz oder die Arbeit einstellen. So viel zum Thema grüne Wirtschaftswunder. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder mit Robert Habeck. Aber nicht nur in dem Bereich bewegen wir uns langsam in Richtung im Mittelalter zurück, sondern auch mit dem Umstand, dass in diesem Land, wo wir eigentlich prinzipiell immer eine Stromunterversorgung haben und aus dem Ausland zukaufen müssen, außer die Sonne knallt wie Sau und der Wind weht dazu auch noch, dann verkaufen wir ihn ganz billig. Meistens bezahlen wir noch Geld dafür, dass uns den Strom dann einer abnimmt. In der Situation schalten wir, ich persönlich nicht, Hochtechnologie des 19. Jahrhunderts ab, um wieder Braunkohle zu verstromen. Großartig, Robert. Hast du gut hingekriegt. Für dich ist der zweite. Eine Sache allerdings habe ich noch vergessen. Muss noch mal ganz kurz mühlen hier. Zurück zu Nancy. Ich habe hier eine Weste, die habe ich mal bekommen von einem Teilnehmer dieser Demo. Mahnmal gegen das Vergessen. Und habe mich zu diesem Thema hier auch schon mal öffentlich geäußert. Mahnmal gegen das Vergessen, das sind die ganzen traurigen Einzelfälle, von denen Frau Faeser inflationär mittlerweile spricht, in den letzten Tagen umso mehr. Das Thema kocht akut hoch. Irgendjemand hat mal Nancy Faesers Twitter-Account genommen und hat mal durchgescrollt, daraus ein Video gemacht. Wir sind tief betroffen und stehen bei den Opfern und ihren Verwandten. Mit großer Betroffenheit sind wir bei den Familien der Opfer und so weiter und so weiter. Frau Faeser, Ihnen glaubt das niemand mehr. Wir haben jetzt in Solingen wieder einmal und wieder einmal zu viel Dinge erlebt, die man sich noch vor Jahren in diesem Land nicht hätte vorstellen mögen. Viele haben davor gewarnt, unter anderem auch, kann man gerne gucken, auf YouTube der Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Und jetzt nochmal ausdrücklich, meine Ausführungen hier haben überhaupt nichts mit Rassismus zu tun oder irgendwelcher Ausgrenzung irgendwelcher Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Geburtsortes, ihrer Eltern, ihrer Hautfarbe oder was auch immer, sondern spiegeln einfach und allein nur meine Wahrnehmung der Tatsachen wider. Helmut Schmidt sagte schon vor Jahren, dass die Integration und die Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen mitunter schwierig ist und in vielen Fällen auch unmöglich ist. Aus benachbarten Kulturkreisen
aus Polen, aus Tschechien, vom Balkan irgendwo, Frankreich, Holland. Eher unproblematisch, so seine Einschätzung. Dann geht es weiter Richtung Südasiaten, wie es ja jetzt heißt. Vorzugsweise auch aus den Regionen, die eher durch den Islam geprägt sind. Schwierig, hat er gesagt, der Helmut Schmidt. Schwierig. Ist unmöglich. Und gerade angesichts der Ereignisse in Solingen, die ja doppelt ins Gewicht fallen, Frau Faeser. Nicht nur aufgrund der radikal-islamischen Herkunft dieses Mannes, sondern auch ob des Umstandes, dass dieser Mann bereits ausgewiesen war. Sein Asylantrag war abgelehnt. Wir haben mittlerweile Zustände hier, in denen ein Polizeipräsident den Menschen empfiehlt, doch abzuwägen, ob man überhaupt noch in die Öffentlichkeit gehen mag oder sollte oder müsste. Zu Sportereignissen, zu öffentlichen Veranstaltungen, Theaterbesuch, Kino, alles müsste man abwägen. Frau Faeser, wo sind wir denn hierher gekommen? Die innere Sicherheit in diesem Land ist komplett im Arsch. Und wer dafür verantwortlich ist, das müsste ja wohl klar sein. Die Bundesinnenministerin und für Hokuspokus Frau Nancy Faeser. Und in dem Sinne, Sie sind mit dafür verantwortlich, dass die Grenzen nicht kontrolliert werden und dass solche Dinge hier in diesem Land stattfinden. Die Antwort der Politik auf all das, was jetzt kulminiert ist, ist was? Ein Vorschlag, das Waffengesetz ein bisschen zu verschärfen. Die Länge von Messern in der Öffentlichkeit einzuschränken per Gesetz. Herr Buschmann auch ganz weit vorne dabei. Das ist der Mann, der immer so ein bisschen ein viereckiges Gesicht hat und immer ein bisschen blöd guckt. Und die Unfähigkeit dieser Menschen sollte man alleine an dem Umstand erkennen, dass sie scheinbar überhaupt keine Ahnung haben, was in diesem Waffengesetz überhaupt drinne steht. Denn nicht nur auf Versammlungen im öffentlichen Raum, so wie hier eine stattfindet, sind Messer verboten, sondern eben auch bei allen anderen öffentlichen Veranstaltungen. Steht da alles drinne, braucht man nichts verschärfen. Da braucht man sich auch nicht wie der Bundeskanzler hinstellen und sagen, man würde jetzt mit aller Macht des Gesetzes durchgreifen. Greifen Sie doch einfach mal durch. Oder geht es hier um Küchenmesser bei mir zu Hause? Meine Messer liegen bei mir zu Hause im Küchenschrank, da gehören sie hin. Und jeder normale indigene Mensch in diesem Land würde niemals auf die Idee kommen, damit in der Öffentlichkeit irgendwie rumzurennen und irgendwelchen Leuten damit Schaden zuzufügen. Punkt, aus, Komma, fertig. Zwei 2014, 2015 haben Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes die damalige Bundesregierung klar gewarnt, dass eine völlig unkontrollierte Zuwanderung, gerade aus den Bereichen Afghanistan, Syrien und sonst woher, dieses Land und die innere Sicherheit vor enorme Probleme stellen würde. Wenn diese Menschen, die sich nicht erst hier streckenweise radikalisieren, erstmal in dem Land sind, dann ist es eine Schwierigkeit, diese Menschen zu verfolgen. Das wäre ja dann Sache des Verfassungsschutzes und würde eine Bedrohung fürs Volk, für das deutsche Volk bedeuten. Damals saß dann noch die Rautendame und der war es scheißegal. Und heute sieht es nicht anders aus. Frau Faeser, Sie tragen die Verantwortung für all diese unschuldigen Menschen, die in diesem Land nicht mehr auf unseren Straßen sicher sind. Eine Sache habe ich ganz vergessen. Auch auf dieser Versammlung gibt es eine Auflage, und zwar aufgepasst und hingehört. Jegliche Hilfsmittel zur Meinungskundgabe sind bitte nur zum ausdrücklichen Gebrauch bzw. Zweck zu verwenden, nicht aber dafür anderen Teilnehmern bzw. Passanten oder Unbeteiligten
durch ihren Gebrauch erheblichen körperlichen Schaden zuzufügen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche uns heute einen guten Abend hier. Begrüßen möchte ich auch den wunderbaren Stefan Krehe, der sich kurzfristig angekündigt hat und unsere Veranstaltung hier musikalisch ein wenig begleiten möchte. Nun kommt aber allerdings noch ein Redebeitrag, und zwar von André. Den bitte ich schon mal nach vorne. Möchte auch noch mal hinweisen, aufgrund unserer längeren Pause gibt es mehrere Ausgaben des demokratischen Widerstandes. Den finden Sie hier an der Seite. Bedienen Sie sich gerne. André, Bühne frei. Vielen Dank euch allen. Dankeschön.